Aber das ist jetzt tatsächlich nicht so schwer hier. Einfach ein bisschen nach unten, um nach oben jetzt zu gehen. Öffne den Fallschirm und lande in dem Gebiet, das wir erkundet haben. Sobald du wieder Boden unter den Füßen hast, geht's mit dem Snowboard weiter. Ich würde gerne sehen, wie schnell du... Ja, gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Snowboard. Heute mit etwas anderem, denn heute seht ihr mich nicht in der Skihalle, sondern heute seht ihr meinen Bildschirm, denn ich spiele eine Runde Steep. Ein nicht ganz so neues, aber trotzdem noch immer noch, glaube ich, eines der aktuelleren Snowboard-Spiele, die man spielen kann. Und da wir ja in die Sommerpause gegangen sind, möchte ich natürlich, dass wir trotzdem irgendwas Content-mäßiges am Start haben. Und ich habe überlegt, wir versuchen es einfach mal mit ein bisschen zocken. Und falls euch das gefällt, dann hinterlasst einen Daumen nach oben da oder schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, auf diesem Channel oder vielleicht auf einem anderen Kanal. Und wir spielen jetzt Steep. Und wir fangen tatsächlich von vorne an und dann gucken wir mal, was dieses Game so mit sich bringt. Auf jeden Fall schon mal eine fancy Grafik. Und auf jeden Fall ein Paradies auf Erden. Ein Traum. Dann würde ich mal sagen, wir legen gleich los. Ich gehe mal davon aus, es gestartet mit irgendeinem Tutorial. Kannst du mich gut hören, ja? Okay, also ohne Umschweife. Ich habe gesehen, was du kannst und bin beeindruckt. Aber mein Job ist es, dich so hart wie möglich ranzunehmen, um zu sehen, was wirklich in dir steckt. Wir fangen mit einem kleinen Wingsuit-Sprung an. Okay. Die Dropzone ist nicht weit. Also mach dich auf den Weg. Also wir müssen einmal da vorne. Also es gibt halt nicht nur Snowboard, sondern es gibt auch mehrere andere Sportarten. Einer davon ist Wingsuit. Und Sprint mal. Ja, anscheinend geht es damit auch los. Wir können das Ganze natürlich auch mit Skiern machen, aber ich habe mir gedacht, ich möchte das gerne nicht uncool haben. Deswegen mit dem Board. Aber anscheinend starten wir mit dem Windsuit. So, was muss ich jetzt machen? Und hier auf Wingsuit. Denk dran, du kannst okay. Dir jederzeit und überall deinen Wingsuit anlegen. Alles, was du brauchst, ist ein Spot, der sich für einen guten Absprung eignet. Jawohl, dann würde ich sagen, legen wir los. Und ab geht die wilde Luzi. Ich habe übrigens vollsten Respekt vor Wingsuit-Fahrern, Fliegern, Springern. Wie auch immer man das nennen mag. Aber das ist jetzt tatsächlich nicht so schwer hier. Einfach ein bisschen nach unten, um nach oben jetzt zu gehen. Öffne den Fallschirm und lande in dem Gebiet, das wir erkundet haben. Sobald du wieder Boden unter den Füßen hast, geht's mit dem Snowboard weiter. Ich würde gerne sehen, wie schnell du ja, den gut. Sportarten so funktioniert kannst. Das mit dem das Fallschirm nicht. Draußen ziemlich oft machen müssen. Und dann würde ich sagen, versuchen wir das Ganze mal von vorne. Also fliegen wir mal ein bisschen nach oben, öffnen jetzt den Fallschirm. Zu weit gesprungen, aber ich glaube, das ist erstmal kein Problem. Ich glaube, wir können wieder hochlaufen. Ich fürchte, wir müssen wieder hochlaufen. Und wo ist der Checkpoint? Ja. Kamerasteuerung, da ist er. Okay, also das die erste Aufgabe war jetzt nicht so schwer. Gut, das Landen auf Punkt, das müsst ihr mir verzeihen, das ist noch nicht ganz gelungen, aber. Sieht übrigens auch sehr lustig aus, wie man im Wingsuit jetzt den Berg hochkraxelt. So, komm schon. Also ich hoffe, wir haben unseren Manager John damit erstmal beeindruckt. Das wäre auf jeden Fall das Ziel. So, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter mit dem Snowboard. Jetzt reden wir mal. So. Dann. Los geht's. Okay, Snowboard-Steuerung ist auch relativ simpel. Rechts, links.
Schauen wir mal nicht ins Tal da rein, sondern... Jo, das ist jetzt relativ simpel, muss ich tatsächlich sagen. Also, Steuerung ist leicht verzögert, aber nicht so schlimm. Und, 4G, okay. Okay, kann man mal machen. Falls ihr Fragen zu dem Spiel habt, dann könnt ihr die natürlich auch gerne in die Kommentare stellen. Wobei ich bis jetzt noch nicht glaube, dass ich da viel beantworten kann. Außer, dass es auf erster Linie relativ viel Spaß macht. Man wird jetzt auch ordentlich schnell. Und nicht in den Baum am besten. Ja, und anscheinend ist das Ziel jetzt erstmal nur, ein bisschen die Steuerung kennenzulernen. Und ich kann jetzt auch bremsen, wenn es mir zu schnell wird. Butterweich. Und jetzt zum Basislager. Sieh auf deine Karte. Es ist neben einem Gipfel namens Tête du Danay. Sollte nicht schwer zu finden sein. Basislager sind hier draußen extrem hilfreich. Also nutze sie, um die Umgebung zu erkunden und neue Pisten zu finden. Okay, anscheinend kann man hier... Das ist anscheinend der Berg. Und hier ist jetzt das Basislager. Zoomen wir mal rein. Da, Basislager. Willkommen in unserem Basislager. Ich habe es ausgesucht, weil es an einem der zentralsten Gipfel der Aravi-Region liegt. Sieh dich einfach um, dann verstehst du, was ich meine. Es gibt hier einen ziemlich coolen Ort in der Nähe, also sieh ihn dir mal an. Okay, also ich soll jetzt irgendwas suchen. Okay, aber der Fallzeit hat da unten, ich nehme an, ich muss jetzt einfach unten fahren und nicht einfach mit der Kamera suchen. Also, fahren wir doch einfach mal runter. Oh, bam, 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 bam. Okay, 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 okay. Oh, 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 oh. Leute, wieso ist jetzt... Nein, ich habe jetzt irgendwas Falsches gedrückt. Ah, weiter geht's. Na toll, ist der Speed weg, aber ihr habt gesehen, Speed bekommt man auf jeden Fall relativ schnell. Und Rotationen in der Luft gehen tatsächlich auch nicht so schwer. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier jetzt auf uns erwartet. Also jetzt haben wir auf jeden Fall die Bewegung schon erlernt. Hier draußen gibt es viele Orte wie diesen, aber wir müssen nach den besten Stellen suchen, um sie zu erreichen. Okay, dann zurück zum Basislager, damit wir das Gebiet erkunden können. Okay, zurück zum Basislager. Pack mal das Fernglas aus und verschaff dir einen besseren Überblick über die Dropzone da hinten. Das Fernglas ist super, um neue Lines und Dropzones zu finden. Also benutze es immer, wenn du eine neue Region erkundest. Gute Arbeit! Je mehr Dropzones du entdeckst, desto mehr Challengers sind verfügbar. Also immer nach ihnen Ausschau. Übrigens, ein paar der anderen Fahrer haben einen Snowpark in der Nähe erwähnt. Hast du Lust, ein paar von deinen Tricks dort zu zeigen? Natürlich hast du das. Okay, also anscheinend müssen wir jetzt über die verschiedenen Dropzones, wie sie heißen, verschiedene Sachen, also verschiedene Orte erlernen. Und da gibt es ja verschiedene Challenges, wie sie dann heißen. Okay, das ist jetzt erstmal das Tutorial für Springen. Okay, dann wahrscheinlich mit dem linken Analogstick, das haben wir ja gerade auch schon gemacht. Okay, weiter geht's, was gibt's noch? Barrel Roll. Okay, Analogstick nach unten ziehen heißt, dass wir dann Rodeo oder Cork Option haben. Und natürlich Grabs. Okay, das ist auch relativ simpel. Dann schauen wir doch mal, was wir so hinbekommen, würde ich sagen. Ja. Dann würde ich sagen, legen wir los. Und hier geht es direkt auch um eine Medaille, wie ich sehe. Also. Okay, also Rotation haben wir schon mal hin. Jetzt hat aber der Grab gefehlt. Okay. Das war... Tja, so ist es, wenn man zu viel möchte, würde ich sagen. Stehst du wieder auf?
Hallo? Hallo? Ah, steht wieder auf. Das wäre jetzt auch bitter gewesen. Okay. Mit Mühe und Not gestanden. Aber die Silbermedaille gewonnen. Exzellent. Aber ich würde sagen, zu sein, habe ich diese Aufwärmübung zusammengestellt, um den Leuten von Red Bull zu zeigen, was du kannst. Die bereiten nämlich gerade ein Ultra Natural Event vor, ganz in der Nähe. Und ja, deine Show hat ihnen gefallen und sie wollen dich dabei haben. Diese Chance sollten wir uns nicht entgehen lassen. Also statt ihnen mal einen Besuch ab. Okay, das halte ich für relativ unwahrscheinlich, aber da das ja jetzt gerade das Tutorial ist, würde ich sagen, wir versuchen das Ganze nochmal, um vielleicht die Goldmedaille zu bekommen. Oh, das sah doch schon mal schon viel besser aus für den ersten Sprung. Okay. Und komm schon, noch ein guter Sprung. Das also war das doch schon mal viel besser. Viel besser. So, dann würde ich sagen, springen wir jetzt zum Bergpanorama und dann schauen wir mal uns das Ultra Natural an. Übrigens auch ein sehr, sehr geiles Event, falls ihr das noch nie gesehen habt. Das gibt es tatsächlich. Kann man sich auf YouTube angucken. Red Bull gibt gerade echt Vollgas. Zum Beispiel organisieren die Mörder-Events wie dieses, wo nur die Besten der Besten antreten dürfen. Und du gehörst dazu. Hier geht es um Kreativität. Also versuch ruhig die ganz großen Tricks und zeig dem Publikum, was du drauf hast. Dieses Ultra Natural ist ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen kann. Okay, ich würde sagen, wenn Mittel, Ultra Natural für den Start. Schauen wir doch mal. Das wird mehr als Double Cock. Triple Cock 1260. Nice. Also ich würde sagen, für den Anfang Ultra Natural gewinnen. Ist, würde ich sagen, nicht so schlecht. Genau das hast du getan. Die Zuschauer sind völlig aus dem Häuschen. Okay, siehst du den Ort, den ich für dich markiert habe? Mach dich auf den Weg dorthin. Ort markiert. Ah, ich muss noch eine Feiertage weiter runter. Also, ich würde sagen, für das erste Mal und für Red Bull auf einem Red Bull-Event direkt eine Goldmedaille ist schon mal nicht schlecht. Also, wir machen uns als Fahrer doch ganz gut. Auswahl verpasst. Komm. Ich konnte irgendwie. Nein. Ah, oh, jetzt habe ich. Okay, das ist natürlich jetzt ärgerlich, habe mich verrückt, aber dann machen wir das Ganze halt. Obwohl, ich kann auch einfach zum Bergpanorama gehen. Und nach da unten. Nein, das kann ich nicht. Okay, dann müssen wir tatsächlich jetzt nochmal hier runterfahren. Aber ich muss ja nicht das Event auch ummachen. Aber ich muss ja nur da runterfahren. Also wir können so ein bisschen. Das ist das Schöne, das ist ein Open-World-Game. Das heißt, wir können auch einfach so ein bisschen abgrooven. Okay. Komm schon. Da komm schon. Die krassen Sachen landet der, aber wenn ich einfach einen Grab mache. Aua. Ja, ich würde sagen, ich bin tot. 11G auf dem Nacken. Ich bin tot. Aber anscheinend nicht. Nehme ich.
Auch jetzt soll jetzt ein bisschen weitergehen. Dementsprechend. Also ich fühle tatsächlich so ein bisschen immer mit, wenn ich so in der Luft hänge und dann den Boden sehe. Nein, der sieht doch sehr gut aus. So, hier wollte ich hin. Was passiert? Okay. Komm schon. Jetzt mach mal dein eigenes Ding. Denk dran, es ist deine Reise. Du kannst tun und lassen, was du willst, aber vergiss nicht, es geht immer nur darum, deinen Ruf zu verbessern. Erkunde die Welt, finde neue Dropzones und fahre neue Lines. Geh Risiken ein, such dir die besten Strecken aus. Ich rate dir, geh in der Luft und am Boden, immer aufs Ganze. Halte auch nach Challengers anderer Athleten und Berggeschichten Ausschau, davon gibt es hier eine Menge. Wenn du das tust, garantiere ich dir, dass du ein paar großartige Orte in den Bergen finden wirst. Und wenn du etwas wagen willst, dann können wir auch nach Alaska. Aber bereite dich gut vor, da geht es richtig zur Sache. Okay, was hältst du davon, wenn wir erstmal hier nach Challenges und Berggeschichten suchen und damit anfangen, deinen Ruf zu verbessern? Ja, also damit ist das Tutorial wohl jetzt beendet. Ich würde sagen, damit machen wir einen Cut für unsere erste Folge Steep. Und es wird auf jeden Fall eine Menge davon geben. Die Frage ist, wie oder wann oder wo die auftauchen wird. Da könnt ihr natürlich gerne euren Senf in den Kommentaren dazu geben. Willkommen in den Alpen, einem riesigen Gebiet in Europa. Beherrscht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin. Ciao.